Aber tut ja auch gut, ne? Arbeit reinigt ja hier die Seele und all so ein Zeug. Wird ja immer so gesagt, guter Arbeitsgeist und also ein Quatsch. Bin ich jetzt nicht so der Verfechter von. Es lohnt sich eigentlich nur Arbeit, für die man sich in gewisser Weise auch wirklich einsetzt. Man muss zwar auch Dinge machen, die ungern gemacht werden, das ist ja ganz klar, aber ich finde gerade eben bei solchen Dingen wie seinem Job, da sollte man sich schon ein bisschen besser vor die Wahl stellen, damit die Arbeit auch in gewisser Weise Spaß macht und einen mit Glückseligkeit erfüllt. Das meinte ich mit diesem Sätzchen hier, dass Arbeit die Seele erfüllt. Erfüllen kann. Ist wie mit allen Dingen. Je nachdem, wie man sie auslegt, kann sie einen erfüllen oder sie können einem eben auf den Sack gehen. Das ist auch so eine Frage. Erfüllt Alter ihr eigentlich seine Arbeit? Macht ihm das Töten Spaß oder ist das für ihn mehr so eine Qual? Und weil er wirkt ja schon sehr hartgesonnen. Er zeigt ja nicht viele Gefühle bisher. Deswegen bin ich auch gerade eben auf das Thema gekommen, weil das ist ja seine Arbeit von Alter ihr. Das ist ja nicht nur seine Arbeit, das ist ja seine Lebensbestimmung. Er lebt ja quasi für diese Bruderschaft der Assassinen. Und setzt da absolut alles rein, was er... Ja, er hat sich hier komplett aufgeopfert. Wie läuft eure Suche nach Garnier? Ja, freiwillig oder Sklave? Das ist die Frage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Dann gib doch mal hier das Olymp-Federding her. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor. Bin schon dabei, auf dem Kissen stehen ist ausruhen für Altair. So, jetzt kann ich mich endlich diesem Doktor widmen. Das ist nämlich ein sehr interessanter Charakter, bei dem ich mich bei der ersten Aufnahme, wo ich ihn noch nicht kannte, wo das Ganze noch blind war, sehr gefreut habe, denn ich mag ja so klassische Horrorspielansätze. Das ist schon in gewisser Weise ein Horrorspielansatz, das kann man sagen. Also er erinnert an den Horrorcharakter, der gute Doktor, das werdet ihr gleich bemerken. Oder Horrorfilmansatz und ich mag das ja, ich mag ja solche individuellen Charaktere auch gerne, kranke Charaktere, deswegen spiele ich auch Batman. Das ist einfach so ein kleines Fable von mir. Ich mag so ausgearbeitete Geschichten, Charaktere, die psychisch nicht so ganz cool drauf sind. Das ist einfach interessant, ne? Und deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Und deswegen ist es umso schade, dass ihr meine erste Freude nicht mitbekommt. Also ich habe nicht irgendwie gedacht, ja, hey, cool, der Doktor, der misshandelt Menschen, geil, hey. Ne? Liebes RTL, nicht, dass man hier jetzt die Szene irgendwie aus dem Kontext reißen und dann nachher das irgendwie wieder irgendwo landet, hier unglaublich kranker Typ freut sich über bla bla bla. Das könnte ich mir fast nur vorstellen. Den Vorfall gab es ja auch schon mal. Extrem viel Off-Topic heute. Das liegt wohl wirklich daran, dass ich von Assassin's Creed gerade eben übersättigt bin. Ich bin vollkommen satt. Ja, übersättigt. Was mache ich denn jetzt hier oben? Was? Das ist jetzt diese Festung, das Hospital, und da müssen wir irgendwie reinkommen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht. Man muss sich nämlich rein theoretisch reinschleichen. Was man aber auch machen kann, ist hier hochklettern. Glaube ich. Ich nicht. Moment, das ging doch irgendwie. Ja, das ging irgendwie. Das ist auch sehr interessant, weil das Attentat läuft jetzt sehr grundverschieden zu unserem ersten Attentat. Wir haben das eins gemacht, ne? Ja, wir haben das eins gemacht. Ich habe inzwischen schon vier hinter mir. Edgy Badge. Und das läuft sehr grundverschieden ab, möchte ich fast behaupten. Ist jetzt nicht genau der gleiche Senf wie den wir vorher hatte. Kommen wir denn da hoch? Kriegt er das hin? Ne, das kriegt er nicht hin, das war ja irgendwo klar. Das war ja irgendwo klar, dass der alte ihr Hampelmann. Ach komm, wir machen das auf die ganz einfache Art und Weise, ey. Hey, ihr kommt mir bekannt vor. Ihr strapaziert meine Geduld. Jetzt aber Schluss, tschüss. Bewegung. Wie komme ich denn da am besten rein? Es geht eigentlich auch über diese Stange da irgendwie. Wenn man es, glaube ich, geschickt anstellt. Ansonsten, boah. Okay, das war total hohl. Das war richtig hohl. Du wirst mir nicht entkommen. Ah, Kedos. Ich habe aber echt vergessen, wie man da richtig reinkommt. Doof. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Nee. Hat's ganz und gar nicht. Ich
werde mich jetzt mal ganz klammheimlich darüber schleichen, mich da drin verstecken und das wird auch funktionieren, gehe ich einfach mal von aus. Komm, bleib doch drin! Bleib doch einfach drin! Springt er da immer wieder raus? Ich kann es nicht verstehen. Den Alter hier. Abschaum, das wichtig wie eine Ratte. Wir rennen zu 10 hinter einem her und fühlen uns dabei cool, oder was? Steht dann jetzt niemand mehr vor der... Ja, toll. Der stuckt irgendwie da hinten drin. Ganz prima. Aber die Musik in Akkon, hört euch das mal im Hintergrund an. Das ist ein absoluter Traum. Das ist wirklich ein absoluter Traum, diese eine Passage, wo alle auf einmal machen. Also, wo es ein bisschen schöner. Oh, jetzt ist da immer noch... Ey, warum? Was habe ich jetzt gerade eben getan? Ich bin durch die Gegend gelaufen. Wow, wie asozial. Ich meine, das ist einfach auf die harte Tour. Einfach auf die harte Tour. Wer hat den Stein nach mir geworfen? Jetzt kommt gewenigstens hoch. Oh. Ey, wie unglaublich knapp, ey. Wie unglaublich knapp. Wir nehmen mal die Doppelklingen. Das haben sich ja ein paar Leute gewünscht. Hier, nehmen wir die Doppelklingen. Wo ist denn jetzt hier der Gegner? Da, guck mal her. Ahnungslos, wie er ist. Sauschlau, Alter, hier, ey. Das sind wirklich so Sachen, die können in Assassin's Creed schon ein bisschen auf den Senkel gehen. Diese Leute, die einen anderen anschreien und nichts Besseres zu tun haben, als einen schon wieder anzuschreien. Und man will irgendwie da hochkommen und ist jetzt auch drin. Und da ist ein Heuhaufen. Moment, Moment. Geh in den Heuhaufen. Sofort. Sofort in den Heuhaufen. Puh. Ich danke dir. Wir müssen nämlich auch noch hier den Turm benutzen, um überhaupt die Möglichkeit bekommen, dieses Attentat anzugehen. Sofern ich mich da recht erinnere. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Diese Stelle meine ich, die jetzt kommt. Das ist ein wahrer Orgasmus für die Ohren. Nicht ein orgastischer Orgasmus, sondern ein akustischer Orgasmus. Und das finde ich wirklich klasse. Also die musikalische Untermalung von Assassin's Creed lässt sich schon sehen. Nochmal Akkon in seiner vollsten Pracht. Zum 10. Mal für mich. Inzwischen könnte ich schon fast weinen und gähnen und alles gleichzeitig. Und jetzt natürlich schleunigst hier runtergesprungen. Komm, mach doch. Und jetzt können wir endlich diesen Auftrag erledigen, an dem wir ja so viel Spaß und Freude haben werden. Kommen wir da runter, ohne zu sterben? Nee, das hab ich schon in der Originalaufnahme probiert, ja. War echt doof. War mehr als doof. Heide, dafür wirst du bezahlen. Was mache ich denn jetzt? Wieder in den Heuhaufen springen? Ja. Again into the Heuhaufen. Heuhaufen. Ich hab ein Urhaar. Bleib drin. Oh, dann halt nicht. Dann leg dich halt in den blöden Heuhaufen, Mann. Mit mir, ja? Können wir gerne machen, ist kein Problem. Und jetzt muss ich ja eigentlich nur irgendwie runterklettern, ja? Das ist ja... Ist ja kein Problem. Boah, hat sogar geklappt, ohne zu sterben. Nein, Hilfe! Puh. Helft mir! Jetzt bin ich aber erleichtert. Helft mir! Ganz anders als der hier. Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein! Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht.
Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort, begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Ganz schön heftige Nummer, wie ich finde. Selbst für ein Spiel ab 16 ist das eine ganz schön heftige Nummer. Da hätte man schon beinahe ein Argument für eine 18er-Empfehlung bringen können. Vor allem zu früheren Zeiten, wo das Spiel eben erschienen ist. Da war das ja alles noch nicht so kulant, wie es inzwischen Gott sei Dank wieder ein bisschen besser wird, ne? Wollen wir ja auch nicht unerwähnt lassen, liebe USK. So nebenbei, weil man da auch jeder zuhört. Wirklich viel off-topic. Aber ich finde die Sequenz sehr interessant. Nur die Synchronstimme des Doktors finde ich so ein bisschen komisch gewählt. Das ist so eine Mischung aus Bayerisch und Sächsisch. Und so, wird alles wieder gut. Ja, wird alles wieder. Ja, wird. Ja, wird alles wieder gut. So ist lässig, so ist geil. Schlotz mal, schlägt mal, blas mal. Oh. So in etwa, ja. Ihr müsst jetzt diesen Ausbruch gerade eben entschuldigen. Aber ansonsten finde ich das echt eine interessante Story. Und überhaupt ist das jetzt sehr erschreckend aufgezogen gewesen. Er bricht ihm da einfach die Beine. Das ist wirklich keine einfache Sache. Und da haben wir ihn ja auch, den Doktor, den wir beseitigen sollen, so nebenbei. Und wir sollen ihn ja beseitigen, wenn er in seiner Arbeit drin ist. Das habe ich beim ersten Mal nicht so gemacht. Deswegen werde ich es diesmal tun. Moment mal, hier versteckt die Klinge vielleicht auch rausziehen? Nee, das nicht. Die Klinge hätte ich gerne ausgewählt. Wie habt ihr das geschafft? Es war nicht einfach, seid versichert. Da haben wir ihn. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Und abgehauen. Hier hatten wir jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine individuelle bzw. subjektive Ansicht der Dinge. Ja, so eine einzigartige Ansicht, die nur auf die Person bezogen ist. Weil der Doktor denkt ja wirklich, er hilft den Menschen. Ich finde, die haben da drin nicht so ausgesehen, als hätte man ihnen jetzt geholfen. Vor allem der eine Mann, dem eben die Beine gebrochen wurden. Das sind schon sehr fragwürdige Methoden. Aber steckt vielleicht sogar was dran? Hat der Doktor vielleicht wirklich auf seine ganz eigene Art den Menschen geholfen? Haben wir vielleicht die falsche Denkweise? Das ist eine der essentiellen Fragen von Assassin's Creed, die wirklich immer wieder gestellt werden und die wir auch noch im weiteren Verlauf des Let's Plays und des Spiels hoffentlich ein bisschen weiter beantwortet bekommen. Finde ich sehr interessant, die Thematik. Also auch der ganzen Bruderschaft ist es wirklich recht, dass man eben ein Leben nimmt, um mehrere Leben zu retten. Sehr, sehr cooles Thema. Habe ich auch in einem Videospiel noch nicht in dieser Art und Weise und so ausführlich behandelt gesehen, wie ich es bisher hier erleben durfte. Und das finde ich sehr schön. Ich mag mehr künstlerische und auch psychologische, jetzt habe ich beinahe das Wort nicht gefunden. Also ich mag solche Aspekte. Ich finde das gut. Videospiele sind meiner Meinung nach auf alle Fälle auch Kunst.
Und das sollte man viel öfter beachten und auch viel öfter verwenden und ausdrücken. Das ist mit so einem Grund, warum ich Assassin's Creed spiele. Nicht, weil ich cool möcheln will, auch deswegen, sondern weil ich die Thematik sehr interessant finde. Das soll ja mit den weiteren Teilen noch viel interessanter werden und noch viel ausgefeilter und noch viel spannender. Und ich freue mich darauf wie so ein Schnitzkuchen. Worauf ich mich aber noch mehr freue, ist gleich mein Bett. Das ist jetzt wohl ein Witz, oder? Jetzt war ich schon fast beim Verbindungsbüro. Nee, ey. Wisst ihr, der lässt mich ja nicht rein, wenn ich da die ganze Zeit von irgendwelchen Wachen verfolgt werde. Kurzerhand da drüben in das pinke Ding rein. Lass es einfach geschehen. Hat funktioniert. Überraschend, jetzt sind wir wieder 46 Meter von dem dummen Büro weg. Du dreckige Schuft, du. Aber es war auch der Doktor, dem seine Synchronstimme: Papa, ich möchte mit dem Feuer spielen. Aber es sind interessante Vergleiche, interessante Aspekte, wie gesagt. Ihr könnt gerne mal eure Meinung immer zu diesen Szenen in den Kommentaren abgeben. Das würde mich wirklich interessieren, was ihr davon haltet, was ihr für Ansätze habt. Und die können wir dann auch in den weiteren Folgen in Lehrphasen, wie eben dem Umgerennen hier in der Stadt, das ich nicht rausschneide, gerne besprechen. Warum denn auch nicht, dafür haben wir ja Zeit. Denn das Reiten wird es ja nicht mehr geben. Das schneide ich ja, wie gesagt, raus. Und runter. Made it. Rein zum Verbindungsmann. Komm. Was mach dein Päuschen. Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das ist dieser interessante Aspekt, den ich meine, dass Altair langsam anfängt zu zweifeln, die Dinge ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht auch mal hinter die Kulisse zu sehen. Weil obwohl man da ja einen Ort voller Leid bemerkt hat, man hat viel Leid gesehen, man hat viel Leid erleben müssen in dieser Sequenz von Assassin's Creed, es ist doch eine Frage vielleicht, was passiert, wenn man hinter dieses Leid schaut? Was passiert, wenn man vielleicht die endgültigen Resultate dieser Behandlung sieht? Und Altair beginnt auch so langsam nachzufragen, warum habe ich den Menschen da gerade eben eigentlich getötet? Weil es wurde ihm ja sozusagen nur befohlen. Wir spulen noch kurz hier diese Erinnerung vor, damit das Ganze auch korrekt speichert. Das ist sehr doof, wenn man das nicht macht, dann ist nämlich der Speicherstand falsch. Ja komm, halt doch einfach mal deinen Maul, du olle Computerbratze. Das geht einem echt nach der Zeit auf die Nerven, dass man in jedem Spiel irgendjemand hat, irgendeine Computerstimme, die einen zulabert. Sei es in Batman, Assassin's Creed, Need for Speed, whatever. Nur in Minecraft gibt's das noch nicht, da bin ich sehr dankbar dafür, lieber Notch. Ich bin froh, dass wir das endlich hinter uns haben mit dem Attentat. Jetzt können wir uns beim nächsten Mal Jerusalem widmen. Auf die Mission habe ich auch schon wieder Bock, obwohl ich sie vor ca. 40 Minuten gespielt habe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesen etwas verpeilteren Folgen und habt irgendwie verstanden, wo die Problematik jetzt lag mit dem Aufnehmen. Ich hab's für euch knallhart durchgezogen und das werde ich natürlich auch weiterhin machen. Ciao, tschüldö und reingehauen, euer Kid Octopus.